alles einfach nicht verstehen. Was entgeht mir, Onkel? Was ist es, das ich sehen sollte? Lea weiß nun, wohin unsere Reise führt. Asmodans Armeen werden aus den Tiefen des Areat-Kraters emporströmen. Damit werden die Streitkräfte der Bastion die volle Wucht des Angriffs zu spüren bekommen. Ich muss dafür sorgen, dass sie ihn abwehren. Und damit herzlich willkommen, meine Lieben, zu Diablo 3. Wir spielen heute mal wieder in der Story weiter mit unserer süßen Platina, unserer Totenbeschwörerin, mit der wir Season 12 gemacht haben. Und wie ihr seht, hier Paragon Level 620, Level 70, das liegt daran, dass ja die Season 12 vorbei ist und in dem Moment wurde unsere Platina auf den normalen Modus rübergesetzt und hat dadurch auch die ganzen Paragon-Level gekriegt, die ich auf dem normalen habe, also dem nicht-saisonalen. Und ja, dadurch, dass wir ansonsten mit, wenn ich jetzt zum Beispiel das mit dem aktuellen Charakter, mit Low zum Beispiel machen würde, müsste ich die ersten zwei Kapitel, Akte wieder durchspielen, dass ich an demselben Ort hier, sag ich mal, bin. Und da das dann ein bisschen kontraproduktiv ist, weil halt meine Schwester weiter gerne mit mir die Season spielen möchte, deswegen habe ich mir gedacht, ach, machen wir mit unserer Platina weiter. Die kennt er schon. Sie macht wenigstens Schaden und kommt alleine klar. Und deswegen habe ich mich entschieden, da mit Platina weiterzumachen. Und ja. Und ich habe heute auch eine Überraschung bekommen. Okay, das ist das Set vom... Hä? Von was ist das denn? Ach,
das ist das Zeug vom von Low vorher, ja, das muss ich dann bei Gelegenheit mal rausnehmen. Aber heute, wie ich mich eingeloggt habe, habe ich einen Erfolg bekommen. Steht das hier dabei irgendwo? Da, hier, 20. Geburtstag von StarCraft. Als ich mich da gerade eingeloggt habe, ist dieser Erfolg aufgeploppt. Und nicht nur das, wir haben ein Haustier dazu bekommen, nämlich das gute Stück. Keine Ahnung, was das sein soll. Ich vermute mal, das ist so eine Art Flugschiff oder irgendwas. Ist auf jeden Fall ganz süß. Damit herzlichen Glückwunsch, liebe StarCraft, zu deinem 20-jährigen Jubiläum, ja. Zu deinem 20-jährigen Jubiläum an dieser Stelle. Und wir spielen jetzt halt einfach mal die Story ein bisschen weiter. Ich habe auch, wie man hier sieht, die Schwierigkeit runtergesetzt, dass wir halt leichter durchkommen, weil, ja, leveln oder so müssen wir ja jetzt nicht mehr. Deswegen, ich möchte einfach nur noch die Story mit euch weiterführen, so wie es geplant war, weil irgendwo mittendrin aufzuhören ist halt auch scheiße. Und deswegen... Die Verteidigung der Bastion wird durchbrochen werden. Die Soldaten sind versprengt und fliehen vor Asmodans Horden, die sich aus dem Ariad-Krater ergießen. Und wenn die Bastion fällt, wird Asmodan den schwarzen Seelenstein an sich nehmen. Wenn das geschieht, ist diese Welt verloren. Das werde ich nicht zulassen. Entzündet die Signalfeuer und zeigt diesen Soldaten, dass wir noch nicht besiegt sind. Die Rettung ist da. Geht, ja, ihr werdet dort unten gebraucht. Ja, ihr seht schon hier, das sind die Schlachtfelder aus dem dritten Akt. Also der dritte Akt ist mit Abstand echt mein Liebling. Und ich freue mich echt, dass ich den jetzt endlich spielen darf. Und wir müssen halt die Invasion vom Ariad müssen wir halt jetzt aufhalten. Und das werden wir jetzt einfach machen. Der schwarze Seelenstein wird wärmer. Er begehrt auf. Er widersetzt sich sie. Sie flüstern mir aus dem Inneren zu. Die Dämonen im Inneren versuchen zu entkommen. Allein deine Kraft kann den Stein zusammenhalten, meine Tochter. Es ist eine schwere Bürde, aber das Schicksal der Welt liegt in deinen Händen. Ich dachte in meinen. So. Irgendjemand muss die Notfeuer anzünden. Ja, ich bin ja schon Ihr dabei. Ihr habt den Befehl des Engels vernommen. Lass den Ruf erschallen. Die Bastion wird nicht fallen. So, ich habe hier das ganze Zeug. Also das ganze Zeug ist noch in dem Briefkasten. Das werde ich jetzt nicht rausnehmen, weil sonst müll ich mir das einfach alles wieder zu. Ihr werdet alle sterben. Zündet das Notfeuer an! Warum? Hä? Ich mache trotzdem voll wenig Schaden. Warum? Hä? Warum mache ich so wenig Schaden? Ah, ich weiß warum. Ich glaube, ich weiß warum. Ich hatte, um zu leveln. Och, nö. Ich muss los, Martha. Ich hatte, um zu leveln. Ich bin mir sicher, dass kann ich das benutzen? Habe, oh, Gott sei Dank. Das habe ich doch gesagt. Hör mal. Gut, das ist zwar Stärke. Oh, gut, das ist keine Stärke. Was habe ich denn noch? Ein Schild? Ach, Intelligenz. Dann nehmen wir mal das. Sehr schön. Jetzt müsste ich ein bisschen mehr schaden. Ich hatte gelevelt ein paar andere. Vor allem den... ja, das ist schon viel besser. Ne? Das sieht doch schon viel besser aus hier. Ich habe mich schon echt gewundert, was denn da kaputt ist. Und ich hatte da ein bisschen noch gelevelt, weil ich noch Charaktere hatte, deren Namen mir leider Gottes nicht wir mehr gepasst hat. Gesehen. Wir müssen die restlichen entzünden, aber die Dämonen sind überall. Da mir der Name von den Charakteren nicht mehr gepasst hat. Nein. Und aus diesem Grund habe ich einfach nochmal neu angefangen. Ich habe ja jede Menge Rüstung gespeichert, mit der man gut leveln kann. Also plus EP und so Zeugs. Und dementsprechend komme ich dann auch innerhalb von ein oder maximal zwei Stunden auf Level 70. Und da ist das nicht so das Problem. Und da habe ich von ihr hier die Waffe genommen und habe die mit diesem Skarabäus-Anhänger verzaubert oder so. Der Hauptmann war heute in schlechter Stimmung. Ein Bote ist mitten in der Nacht gekommen. Das ist unmöglich. Irgendetwas wissen Sie, was Sie uns nicht erzählen. Vielleicht war es ein größerer Fehler, herzukommen, als ich dachte.
Und da habe ich dann da halt einfach die Waffe ausgetauscht, damit die halt schneller leveln können und schneller durch die Monsterhorden schnetzeln. Und dementsprechend hatte sie dann halt keine Waffe und das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen. Deswegen, ich habe mich schon extrem gewundert, warum ich auf einmal keinen Schaden mehr mache, selbst wenn ich die Schwierigkeit zurücksetze. Ja klar, wenn man keine Waffe hat, ne, und statt 400.000 nur 400 Schaden macht, ist klar, dass das nicht so ganz funktionieren kann. Oh, ich bin so froh, dass ich nicht jetzt erst nochmal... Euer Tod naht. Ich bin froh, dass ich nicht erst nochmal umlocken musste jetzt. Das wäre echt mies gewesen. So. Da ich ja die letzte... Ich brauche eine Leiche. Da ich, ist unmöglich. Ja, jetzt halt doch mal die Schnauze, ey. Da ich ja die letzten Folgen mit meiner Schwester zusammen... Ihr seid ein willkommener Anblick, Heldin. ...gespielt habe, konnte ich leider nicht viel erklären zu meinem Dämonenjäger. Der wurde ja ausgewählt von der Community. In Klammern eigentlich war es nur das eine. Das wird nichts. Abgestimmt hat. Das geht nicht ohne Leiche. Und die sagte dann halt, hier, mach einen Dämonenjäger, einen männlichen. Und die Wahl fiel dann halt auf Low, weil es passt. Jetzt vielleicht nicht vom Charakter, aber so ein bisschen vom Optischen her. Ich höre, ihr seid die Beste. Wenn es von euch Zuschauer gibt, die auch privat mit mir befreundet sind oder so, werdet ihr Low kennen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sei gesagt, der Name Low zeugt eigentlich nicht davon, dass der Charakter einfach schwach ist und lächerlich und hast du nicht gesehen. Nein, 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 das zeugt eigentlich davon. Im originalen RPG... Im originalen RPG war Low Siras Sohn, also von meinem Hauptcharaktermädel, wo auch in meinen Profilen mit pinken Haaren und so zu sehen ist. Das ist Sira und im ursprünglichen, im allerersten RPG, wo er das erste Mal aufgetaucht ist, war er ihr Sohn gewesen. Und abgesehen davon kam er als Frühchen zur Welt, ich glaube im 6. oder 7. Monat, weil es Komplikationen gab. Und dementsprechend war er halt sehr klein, sehr zierlich, sehr empfindlich und... Da kam dann halt der Name Low zustande, also nicht, weil er schwach ist und ein Schlappschwanz, sondern eigentlich, weil er als Frühchen auf die Welt kam und auch sehr klein und sehr zierlich war. Und da kam dann halt der Name zustande und der ist dann halt einfach geblieben. Er ist in diversen anderen RPGs auch noch vertreten, ist da aber nicht ihr Sohn, sondern ihr Bruder. Ja, und das sind einfach so die beiden... Die beiden Hauptcharaktere, die ich habe. Sira, wenn ich halt die Möglichkeit habe, einen weiblichen Charakter zu machen. Beziehungsweise, wenn jetzt, sag ich mal, die weiblichen Charakter mir persönlich besser gefallen als die männlichen, dann wird es Sira. Ich brauche eine Leiche. Gefallen mir jetzt die männlichen besser, aus welchen Gründen auch immer, oder gibt es keine weiblichen, dann wird es natürlich Low. Und wenn ihr wollt, ich kann euch gerne mal auf Facebook, Twitter und Co. die jeweiligen Charakterbilder kann ich mal posten. Unser Champion ist zu mächtig. Diese Bastarde hatten keine Chance. Damit ihr halt einfach mal kennenlernt, wie Sira und Low eigentlich aussehen. Weil ich habe sie ja Manga. Zeichenprogramm genannt, wie hieß das? PTS? PTS, Paint Tool Sai heißt das. Wurden die gepaintet, gemalt und ja, es gibt viele verschiedene. Es gibt auch noch etwas ältere, gerade von Sira gibt es etwas ältere, wo mir sie noch nicht so gut gefällt, wo sie eine Vorlage. Was haben die Höllen denn da gegen uns aufgeboten? Oder eine Vorlage, die ein bisschen stark an einen anderen Charakter erinnert. Und dementsprechend habe ich dann später... Ihr seid ein willkommener Anblick, Heldin. Dementsprechend habe ich dann später einen anderen Charaktermodell genommen und seitdem ist es das eben. Du bist also das Insekt, das mir so viel Ärger gemacht hat. Schlag ruhig um. Du wirst mich nicht vom Seelenstein fernhalten. Ja, das werden wir noch sehen. Was bei den Höllen war das? Nichts, wovor ihr Angst haben müsst.
Wir haben die Feuer gesehen, die von euch angezündet wurden. Die Furcht hat uns nicht mehr in ihrem Bann. Die Katapulte können zwar die feindlichen Linien durchbrechen, aber wir können sie nicht aus ihren Schächten hochziehen, solange noch Dämonen in Scharen über die Mauern klettern. Deswegen bin ich hier. Jawohl. Wir reißen alles. Wir schaffen das. So. Wo war ich stehen geblieben? Alle sterben. Wo war ich stehen geblieben? Ich brauche eine Leiche. Ja, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, wenn ihr wollt, kann ich euch mal die Bilder von meinen Charakteren posten. Ich habe natürlich noch viele, viele andere Charaktere, die auch im RPGs aktiv sind. Das Problem ist, dass der Aufzug angehalten hat. Durch den ganzen Dreck da unten können wir nicht erkennen, was schiefgelaufen ist. Oh, was jetzt? Es kommen mehr Monster herauf, Hauptmann. Was sollen wir tun? Gefreiter, wenn man euch sagen muss, welches Ende des Schwertes wohin gehört, dann habt ihr wohl nicht aufgepasst. Kämpft bis zum letzten Atemzug, Männer! Nein. Ja, Entschuldigung, dass ich da jetzt gerade ein bisschen reingequatscht habe, aber ich bin nicht mehr gewohnt, dass dieses Ding hier noch gibt. Das ist unmöglich. Weil es im Abenteuermodus und normal eigentlich abgeschaltet ist. Der Aufzug bewegt sich wieder. Haltet aus, Jungs. Verstärkung ist unterwegs. Ja, mehr oder weniger Verstärkung, ne? Dämonen, macht euch bereit, Männer. Sieg! Yeah, wir sind gut. Ja, wie gesagt, wenn ihr wollt, könnte ich euch gerne mal das ein oder andere Bild posten von den beiden. Das kann ich auch tun, eine Leiche. Versuch nun, den Soldaten der belagerten Bastion beizustehen. Bei ihr ist ein Mädchen, das unser aller Untergang sein könnte. Doch ich bin nicht Belial. Er war schwach und verbarg sich hinter seinen Illusionen. Natürlich nichts genutzt haben. Wir werden unseren Sieg durch Blutvergießen erlangen. Die Stimme ist irgendwie gruselig, oder? Ja, jedenfalls. Es ist hoffnungslos. Jedenfalls sind die beiden halt auch nicht meine einzigen Charaktere und. Aber die sind aktuell nicht so wichtig. Sollte ich mal, aus welchen Gründen auch immer, einen anderen Charakter spielen, der den Namen eines meiner RPG-Charakter trägt, dann kann ich gerne ein bisschen mehr dazu sagen. Aber bisher sind es eigentlich nur Sira und Low, beziehungsweise Platina. Platina existiert in einem RPG auch, aber nur in einem einzigen. Und das ist dann eher so, das ist nicht so ganz wichtig, da sie... Macht euch bereit! Da sie nicht eigentlich meine Hauptcharaktere sind. Ich brauche eine Leiche. Huch, da unten. Ja. Das ist unmöglich. Oh. So. Die Dämonen kamen in der Nacht, leise wie der Tod. Die Nachtwache war innerhalb von Sekunden überrannt. Das ist unmöglich. Ein endloses Massaker. Diese Kreaturen, sie stammen direkt aus einem Albtraum. Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder nach Hause komme. Es tut mir leid, Anna. Was, wie hieß das Viech? Rot drüber? Hatte ich das richtig gelesen? Das geht das nicht ohne Leiche. Ist ja interessant. Rot drüber. Es gab auch, das ist glaube ich sogar hier, im dritten Akt gibt es irgendwo in den Bastionstiefen unten gibt es ein Monster. Das kann ich nicht tun. Ihr müsst diejenige sein, die Notfeuer angezündet hat. Helft mir, die Rekruten zu befreien, damit sie die Katapulte hochziehen können. Hier drüben. Ich weiß leider nicht, wie das Monster heißt, Excellent. Lasst uns die Rekruten beschützen, während sie das Katapult hochziehen. Aber ich erinnere mich, dass unten drunter unter dem Namen so ein kleines Special stand, nämlich ich muss weg. vielleicht finden wir dieses Viech sogar, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich kann hier doch einfach weiterlaufen, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ich muss hier nicht warten. Ich brauche eine Leiche. Das war damals nämlich auch so ein kleiner Knackpunkt.
wo man während dem Spielen hergehen musste, die Katapulte, weil es gab damals halt den Abenteuermodus noch nicht. Und das Problem an der ganzen Sache, das wird nichts, war, dass man halt die Katapulte hochziehen musste. Wir alle sind Teil des Kreislaufs. Und es halt noch drin gewesen ist, dass man halt da warten musste, bis sie hochgezogen waren. Und die Soldaten. Und das Problem war einfach, dass, wenn dann zu viele Dämonen da waren, die Leute nicht mehr dazu kamen, die Katapulte hochzuziehen, und man irgendwann dann da stand, weil sie alle vorgerannt sind, dass sie einfach nicht mehr die Katapulte gemacht haben, ja, und man eigentlich den ganzen Weg nochmal zurück musste, die Dämonen töten, damit die weiter hochziehen. Und ich glaube, das ist inzwischen anders. Das ist unmöglich. Dafür brauche ich eine frische Leiche. Ach Mädchen, wie mir dieses Gelaber auf den Sack geht, dieses Zwischendurch. Seid ihr hier auf euch allein gestellt? Natürlich bin ich verflucht nochmal alleine hier. Alle anderen sind gestorben. Aber ich will verdammt sein, wenn ich meinen Posten so einfach verlasse. Macht euch mal ein wenig nützlich und dreht an der Winde. Jawohl. Na, die erste ist oben. Meine Viecher kommen zurecht. Zweite ist oben. Sehr schön. Au, au, au. La, 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 la. So. Sehr schön. Gut. Geschafft. Ich hatte Hauptmann Hale versprochen, dass ich aufpassen würde, nicht die Beherrschung zu verlieren. Tut mir den Gefallen und erwähnt nicht, dass ich ein bisschen lauter geworden bin. In Ordnung? Alles gut, du hast ja das Maul gehalten diesmal. Normalerweise steht er dann immer da, zieht jetzt mal das verdammte Katapult hoch und flucht hier und verflucht uns total. Aber diesmal war er brav, weil wir die ganze Zeit ziehen und machen konnten, weil unsere Viecher ja hier gekämpft haben. Und ich muss zurückkehren. Da war das dann alles gut. Und da hat er diesmal, kam er nicht zum Fluchen. Das passiert mir auch nicht oft. Während ihr euch mit euren armseligen Katapulten abgemüht habt, konnten meine Dämonen in die Tiefen eurer Bastion eindringen. Sobald sie den schwarzen Seelenstein für mich erbeutet haben, wird eure ganze Welt brennen. Mhm, ich habe Angst. So, wir gucken jetzt mal, ob vielleicht noch was Schönes für uns dabei ist. Ich bezweifle es aber, weil wir ja schon hier gut unsere Sachen ausgerüstet haben. Nö, da ist nichts. Mal gucken, was das für ein Hämmerle ist. Das kenne ich nämlich irgendwie auch noch nicht. Hat mir aber schon mal gekriegt. Kritische Treffer haben eine Chance, eine Heilkugel hervorzurufen. Ich gucke jetzt gerade mal, ob mir das... Okay, wir haben hier ja gar keinen... Ja, im Story-Modus gibt es keinen Würfel. Deswegen bunkere ich das alles mal hier, weil ich nicht gucken kann, ob ich das schon habe. Und wie ihr hier seht, hier ist schon relativ viel drinne. Hier haben wir die Skarabäen, hier haben wir die Edelsteine, da haben wir ganz viele Tränke und die Maschinen. Da haben wir ein paar Setteile und etwas, ja, was... Ach, guck mal. Na gut, das brauchen wir nicht. Wir kommen hier super zurecht. Da haben wir auch hier die Set-Teile, wo wir schon kennen, wo wir mit unserer Schnucki damals noch gespielt haben. Und ich habe hier sogar noch mehr Bankfächer, wo halt hier diese Level-Gegenstände drin sind und die Höllenamulette und so. Und ja, das ist halt der Hauptspielstand, wo ich halt das alle habe. Und ihr seht hier schon 1,2 Milliarden Gold. Also so schnell mangelt es uns nicht an Gold. Und wenn dann nächste Woche oder so meine Schwester wieder Bock hat zum Mitspielen, dann geht's dann auch mit unserem kleinen Low weiter. Asmodans Dämonen haben eine Bresche in unsere Mauern geschlagen und strömen nun in die Bastionstiefen. Wenn sie nicht geschlossen wird, wird die Festung überrannt werden. Überlass das mir. Ja, wir müssen jetzt in die Bastionstiefen, aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, macht's gut.